So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Fernbusfolge. Und zwar auch zur vorletzten Fernbusfolge. Es wird noch eine Folge geben und danach wird das Format Fernbus-Simulator auf meinem Kanal nicht mehr sein. Heute fahren wir übrigens von Nürnberg nach Erfurt. Weshalb das Thema sein wird, erkläre ich euch gleich. Ich habe ja mal letztens eine Abstimmung gestartet, ob Fernbus-Simulator weiterhin auf dem Kanal kommen soll oder nicht. Und da hat die Mehrheit dafür abgestimmt, dass statt der Fernbus-Folge eine TSW4-Folge lieber kommen soll. Und von daher wird Fernbus jetzt nur noch Folge 19, Folge 20 kommen und danach keine Folge mehr auf dem Kanal. Aber ja, mir ist es tatsächlich auch so ganz recht. Hatte jetzt eh nicht so geplant, Fernbus-Simulator auf dem Kanal so als Hauptformat zu haben, weil. Ja, die Aufrufzahl war halt nicht sehr hoch, aber irgendwie hat es mir jetzt auch nicht so Spaß gemacht. Deswegen, ja, ist es irgendwie vielleicht besser. Gut, fahren wir zum Bahnhof von Nürnberg. 220 Kilometer mal vor uns bis nach Erfurt. Das ist ganz schön weit, aber naja, gut. Die vorletzte Fahrt kann noch mal etwas weiter werden. Die nächste Fahrt wird dann nicht so weit, da geht es dann von Braunschweig nach Magdeburg. Also da werden wir auch hier im Osten unterwegs sein. Und da werde ich tatsächlich mal versuchen, nur nach Verkehrsregeln zu fahren. Also tatsächlich an den Anhalten. Mit der Geschwindigkeit werde ich es vielleicht auch mal versuchen, mal gucken, inwiefern das wird. Wir warten ja aber ganz schön lange an der Ampel, das ist ganz schön nervig. Jetzt können wir aus. So, rechts rum. So, rechts rum. Und hier ist der Busbahnhof. So, Tür öffnen. Servus, ich hoffe, ich bin hier richtig. Jo, Auf geht's. Mister. Hallo, hier ist mein Dankeschön. Moin. Hallo, mein Ticket. Moin. Danke. Grüezi, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Lorcan. Vielen Dank. Salut, das Ticket ist Jo. cool. Hi, Sie wollen bestimmt mein. Ach, hallo. Wollen Sie mein. Aber. Echt? Ach, Leute. Hallo. Sehr freundlich. Hallo? Menno. Moin. Sie, auf geht's. Moin. Fahren Sie in meine Richtung. Sehr freundlich. Salut, das Ticket. Ciao. Grüezi, ist das. Vielen Dank. So. So, jetzt machen wir erstmal als erstes die Klimaanlage auf jeden Fall wärmer. Machen wir so auf 22 Grad. Dann, damit die Leute auch nicht rummeckern, machen wir gleich mal hier WLAN und WC an. So, jetzt werden wir mal wieder nicht so nach Verkehrsregeln fahren, weil ich jetzt keinen Bock habe, hier schon wieder zu rum. Von daher machen wir mal eine kleine Abkürzung. Ah, Ah, was war das denn? ein Bordstein war das. Leute, haben es keinen Bock schon wieder eben zu machen.
So ein Rowdy. Ach, sei leise. Wir wollen da schon ankommen. So, hier wird mal wieder warten. Das ist eh gerade grün. Man wird gerade grün. So. Auf hier rechts rum. Und es sind noch immer 200 Kilometer bis nachher. Ach, Mensch, ich dachte, das ist eine Ampel. Leute überholen. Naja, gut. Doch nicht so einfach, wie man denkt. Es sind noch viele Neubauten. Ich wünsche, dass ihr irgendein Neubau vor der von Nürnberg. So, oh, Mensch. Ich habe halt auch wirklich keine Lust, hier wirklich ständig zu warten. So, und deswegen mache ich das halt auch so, dass ich über teilweise rote Ampeln fahre. Aber in der nächsten Folge will ich wirklich mal versuchen, nach Verkehrsregeln zu fahren. In der letzten Folge kann man ruhig das nochmal, kann man ruhig das mal machen. So, jetzt hier rechts rum. Was ein Nachteil ist jetzt auf der Strecke nach Nürnberg, dass wir eigentlich glaube, fast ausschließlich Bundesstraßen fahren, das ist 200 Kilometer lang. Nach Erfurt fahren wir. Also von der Strecke Nürnberg-Erfurt. Und da ist halt der Nachteil wirklich, dass man hier fast nur Bundesstraßen fährt. Ich glaube fast ausschließlich. Ihr kennt mich, ich hasse LKWs, weil die immer so trödeln. Und der hier vor uns, der trödelt auch schon mal ganz schön. Aber wenn man halt jetzt baut, dann kommt es wieder andere Autofahrer und den Rampenstöcken. Das heißt, irgendwie alles hat seine Nachteile. So, aber wir sind schon auf der Busstraße. Weil ich weiß halt auch nicht, ob jetzt eine Leitplanke kommt oder so. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal hinter dem. Da kommt irgendwie mal eine Stelle, wo man überholen kann. Vielleicht aber auch nicht. Hier könnte man überholen. Die Stelle ist aber auch nicht lang. So, perfekt. Den haben wir schon mal. Aber es wird hier wieder gleich zweispurig werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin ja die Strecke auch schon vom Video öfters abgefahren. Nürnberg-Erfurt. Das weiß ich, dass es da auch zweispurig ist. Größtenteils. So, vor dem wird ich aber schon noch gerne rüber. Allerdings haben wir jetzt wieder ein LKW vor uns. Naja. Ist halt nun mal so. So, und ihr seht doch, wir fahren heute wieder schön her. Vielleicht dann doch mal das Navi nutzen. Ach, alles gut. Ich nehme jetzt nochmal hier ein bisschen eine Überholungsabkürzung, weil hier gerade keine Leitplanke ist, von daher passt es eigentlich. Ich hasse halt bockische LKWs und deswegen will ich die halt alle überholen. Weil die fahren auf jeden Fall nicht 100, sondern eher 80. 300 erlaubt. Morgen habe ich eine Erkältung. Willst du mich gerade verarschen? Die ist auf 22 Grad, die Klimaanlage. Och Leute, ihr nervt. Hat die da angemacht? Wie sie was die Leute haben. Es meckert aber nicht rum, dass die zu heiß ist, die Klimaanlage. Vorgestern im Farbsimulator sind wirklich nervig. Aber das merkt er ja bestimmt, dass mich das schon nervt, wenn ich hier ständig rumkomme. Ja, telefonieren muss natürlich auch sein. Boah, wie schön Herbst ist, das ist herrlich. In der nächsten Folge werden wir aber nochmal zum Schluss im Sommer fahren. Da ist es bestimmt auch nicht schlecht.
geht ja einfach nur geradeaus eigentlich. Bin mal gespannt, wie lange die Aufnahme wird. Ob es unter einer halben Stunde wird oder über eine halbe Stunde. Mal schauen. Jetzt geht es ja wirklich mal flott voran. Das freut mich schon, weil das ewige Rumgenjahre, das hasse ich halt wirklich. Deswegen bin ich schon wirklich kein Freund von bunte Straße. Weil die halt meistens immer nur zweispurig sind. Also pro Seite eine Spur. Autobahnen sind da meistens vier oder wenn nicht gar sechs spurig. Da kann man auch viel überholen. Aber hier geht das halt schlecht. Richtung? Ja. So. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Prozent ich auf der Straße gefahren bin. Eigentlich habe ich ja auch kaum überholt. Aber wenn LKW kommt, habe ich keinen Bock, da halt ewig hinterher zu fahren. Ich weiß halt auch nicht, ob dann halt auf der gegenüberliegenden Straßenseite jetzt hier ein Auto kommt. Wenn dann auf einmal eins kommt, dann war es ja der Unfall. Und da wäre ich wieder ausgebremst. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. So, hier ist wieder vierspurig. Ist sogar eine andere. Komm mal hier ganz schön. So, alles gut, ich habe das ja gerade im Griff. Hoffentlich. Manchmal spinnt das ja ein wenig rum. Aber heute schafft man nicht. Weil ich auch schade finde, dass hier nicht mal ein Ort dazwischen kommt. Zwischen Lomberg und Erfurt. Weil es gibt ja manchmal im Farmsimulator, da gibt es so Orte, durch die man durchfährt. Hier aber leider nicht. Schade. Ich kann mit leben. Ich kann mit leben. Was war das jetzt für Geräusche? Wegen der Kurve. Ich wäre nicht gegen die Leitplank gefahren. Also ich versuche schon so nicht unbedingt viele Sachschäden zu machen, aber manchmal geht es halt nicht ohne. Doch ich glaube, immer habe ich es geschafft, habe ich wirklich null Sachschäden gemacht. Bin schon nicht komplett nach Verkehrsregeln gefahren, aber ich habe halt keine Sachschäden gemacht. Also ich kann es auch. Ich muss es nur wollen. Ich versuche es ja auch, aber wenn ich beispielsweise jetzt mal keinen Bock auf rote Ampel, dann überhole ich auch mal gerne. Gibt es hier keine Heizung? Ist das euer Ernst? Die ist auf 24 Grad, die Klimaanlage. Es kann doch nicht euer Ernst sein. Meine Güte, oh, ihr nervt so sehr. Wählt, ist immer noch nicht genug. Wird doch was sein. So. 26 Grad, also das kann jetzt nicht zu kalt sein. Ich mach die jetzt nicht noch wärmer. Dann spinnt hier die Klimaanlage rum. Keine Ahnung, wie man die sonst hier macht. Oder sind das einfach nur 11 Grad hier? Oh Gott, das war schon ganz schön kalt. Weil es schreibt doch was von 11,4 Grad. Jetzt fahren wir schön flott. Wir haben auch nur noch knapp 100 Kilometer, das heißt, wir haben schon über die Hälfte geschafft. Aber wie gesagt, nur Bundesstraße. Also das hatte ich ja auch immer, wo ich von Stettin nach Usedom gefahren bin, aber auch nur Bundesstraße. So, ist wieder kurz vierspurig.
Ja, Freunde, also es sind tatsächlich 11 Leute haben abgestimmt. Und die Mehrheit war halt für, dass die lieber statt der Fantas-Folge eine TSW-4-Folge haben wollen. Hat man auch gemerkt, denn wenn ich mir die Aufrufzahlen vom Fernbesimulator und von TSW4 anschaue, ist auf jeden Fall TSW4 viel besser. Also das sind eigentlich schon mindestens 60, 70 Aufrufe, so die Videos. Die letzten hatten jetzt meistens mal über 100. Beim Fernbus hatten die meistens so 30 bis 40 Aufrufe. Da hat man schon gemerkt, dass das nicht so gut ankommt. Oh, jetzt müssen wir mit dem LKW lang vorne. Oh, ich hab gar keine Lust, aber jetzt ein Leib lang. Ja, genau deswegen mische ich über heute. Guck, darum das soll man sich also anschauen. Das meint die letzten 70 Kilometer mit dem LKW leider vor. Weil hier kommt ständig aus entgegen, da kann ich nicht überholen. Hier können wir überholen, warte mal, wir können es mal versuchen. Wo sind wir hier? Nicht, dass jetzt auf einmal eine Leitplanke kommt, das wäre scheiße. Müssen wir halt gucken. Ich hab's doch geahnt, dass wieder irgendjemand kommt. So Leute, jetzt reicht's mir aber. Soll das so sein? Ja. Sag mal, wie schnell ist denn der? Will ich einen schon noch überholen, aber das ist zu schnell. Jetzt. Oh Gott. Ach du Scheiße. So, bloß kein Unfall bauen. Oh. Ich diese eng getroffen. Aufpassen, Ruhestau. Mittlerweile wird es auch langsam ein wenig dunkel. Aber wir haben auch nur 50 Kilometer. Ach, ich hab doch gewusst. So ein Rowdy. Naja, wir haben bisher ja nicht viele Sachschäden gemacht, da geht's. Etwa 40 Kilometer, die werden wir schon auch noch hinkriegen. So, hier kann man leider auch nicht machen. Morgen habe ich eine Erkältung. Also, dann ist die Klimaanlage wirklich bei 11 Grad. Keine Ahnung, wie mir sie jetzt wärmer stellt. Hast aber auch keinen Bock, dass die letzten 40 Kilometer noch zu machen. Jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen was von Erfurt sehen. Sind nur noch knapp 30 Kilometer. Ja, wir kommen jetzt langsam in die Stadt. Da ist schon, da ist glaube ich jetzt ein Autobahnkreuz, wo wir durchfahren. Ja, haben wir es mal von der Bundesstraße schon mal geschafft. Oh. Ah, es war so klar. Alter, wo es hast war du denn deinen Führerschein klar. gemacht? Es war so klar, dass ich den ramme. Ich wollte es noch verhindern, aber naja. Nicht ganz geschafft. Ist doch ein paar Sachschäden geworden. Na gut, passiert. So, grün, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob das boah, den Reifen so gut tut. Hast getroffen. Und ja, den Bordstein tut auch schon sehr gut, wenn ich den ramme. So, rumfahren. Gut.
Chat nicht gesehen. Wir werden alle sterben. Nein! Aber ich hatte ja durch die Sonne nicht gesehen, die Autos. Das ist das Problem. Sonne ist halt hier wirklich manchmal gefährlich. Und ist doch bestimmt wieder da. Nicht mehr gedacht. So. Jetzt hoffen wir mal höflich, wer weiß. Gleich sind wir am Bahnhof von Erfurt. Die Ampel. Hey, die fahren doch links rum, warum haben wir da kein Grün? Jetzt. Jeder Runde am Darm ist wirklich kein Problem. Na gut, braucht man der nochmal. Das ist der Club die letzte. Noch eine Ampel. Och, irgendwann habe ich wirklich auf gut Deutsch gesagt, die Schnitte zu voll. Gibt es hier keine Heizung? Wir sind schon da? Ja. So. Gucken wir mal, wie wir abgeschnitten haben. 218 Kilometer sind wir gefahren. Stop-Verkehrsregeln. 5 Sachschäden, das geht. 3,5%? Hey, ich hab doch nur mal überholt. Ich bin doch eigentlich fast noch auf der Straße gefahren. Also, das ist definitiv übertrieben. So, 2 Bord, das stimmt. Geschwindigkeit, ja, das kann gut sein. Hier ist einfach nicht. Keine Ahnung. Gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die vorletzte Färbungsfolge. Eine gibt es noch, dann leider keine mehr, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ihr wolltet es ja so. Ich tatsächlich irgendwie auch. Gut. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, auch gerne ein Abo und dann sage ich mal, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.